unser Ergebnis. Ja, was? Ich sehe noch nichts da. Okay. Es funktioniert. Wir sehen das Letzte, was das Auge vor seinem Tod gesehen hat. Soldaten. Wohin marschieren sie? Und warum? Ja, Untote können wir so auch sehen. Also. Ist das eine Art untoter Diener? Was trägt er denn da? Sieht wie ein Späher aus. Ein dreckig aussehendes Geschöpf. Ja, der hat jetzt hier eine Bombe auf eine Mund des Zeltan. Ah ja. Habt ihr das gesehen? Zeltans Agent hat gerade ein mächtiges magisches Artefakt verschlungen. Das habe ich, Professor. Eure Theorie ist bestätigt. Aber was für eine Kreatur war das? Beenden wir erst die Tests, dann kommt die Deutung. Marschall Traherne, seht dort, noch ein Auge. Was bedeutet das? Ich weiß nicht. Kommandeur nach vorn. Das stimmt nicht. Dass Zeitan zwei Augen hat. Jupp. Was für eine Überraschung. Ja, ich bin bereit, alles zu bezwingen. Bei allen Göttern, was war das? Das Brüllen und das andere Auge. Es sah uns an, in uns hinein. Zeitan sieht, was es sieht. Wir sind hier weder fertig noch außer Gefahr. Kommandeur, zu mir. Ja. Was habt ihr auf dem Herzen? Noch ein Auge und stellvertretend Zeitan selbst. Ich spüre seine Gegenwart. Der Drache weiß, was wir tun und wird noch mehr seiner Diener schicken, um uns aufzuhalten. Aber wie kommen sie hinein? Ich bin mir nicht sicher, aber sie denken auf jeden Fall, dass sie unentdeckt bleiben. Wir haben einen Vorteil, meine Magie. Könnt ihr sie sichtbar machen? Allerdings, ich fühle die unsichtbaren Eindringlinge um uns herum. Haltet euch bereit. Wenn meine Magie sie sichtbar macht, werden sie sicher angreifen. Jo, dann los. Reißen wir den Schleier weg, der Zeitans Diener verbirgt. Seid bereit. Niemand weiß, wie viele sich uns stellen. Aber wir riskieren nicht, jemanden mitzunehmen. Da fliegen mir ja die Rädchen weg. Lebt wohl, meine asterianischen Chemiten. Das ist eine Idee. Das ging auch schnell. Joa. Bin schneller als ein Centaur. Achtung! Da gibt es noch mehr von diesen Dingern! Der Alchemie sei Dank. So, das war's. Ich unten. Ah. Es ist noch nicht vorbei. Haltet stand. Jo. Naja, schon klar. Ja. Ja, auch so zu einfach. Da kommt auch bestimmt noch was Dickes. Ich spüre keine Auferstandenen mehr. Ich glaube, die Luft ist rein. Unsere Funde bedürfen genauer Analysen. Aber zuvor möchte ich euren ersten Eindruck hören. Ich glaube, wir haben nun den endgültigen Beweis, dass der Drache durch diese Augen sieht. Die Ausschläge, das An- und Abschwellen der Magie, alles passt. Wenn Zeitan mit diesen Augen sieht, dann ist er vielleicht mit diesem Wesen, die nur aus Mund bestehen. Ich schließe mich dem an.
Saitans Agenten dienen als Erweiterung seines Körpers, die seinen Willen ausführen. Die Augen schauen, die Münder verschlingen. Das beantwortet tatsächlich viele Fragen meiner Theorie. Jetzt wissen wir, wie der Drache jagt und frisst. Das ist ein Fortschritt. Wir dürfen nicht aufgeben. Wenn das Töten der Augen Saitan teilweise blendet, dann entzieht ihm das Töten der Münder die Nahrung. Paktspäher haben einen Mund zu seinem Versteck verfolgt. Ich möchte, dass ihr rausgeht und dafür sorgt, dass Saitan Hunger leidet. Wir setzen also jetzt einen Drachen auf Diät. Ja. Okay, Twerhan hat nochmal was zu sagen. Was habt ihr auf dem Herzen? Wir haben uns um das Auge gekümmert. Jetzt ist der Mund dran. Wir haben ein orianisches Anwesen entdeckt, das regelmäßig Lieferungen mächtiger magischer Objekte erhält. Es nennt sich Kaitamanse. Ist das das einzige Ziel? Ja, aber es gibt zwei Wege, um es anzugreifen. Wir können den Mund in seinem Versteck angreifen oder verhindern, dass die Nahrung geliefert wird. Auf jeden Fall wird Saitan eine Mahlzeit verpassen. Ist eine Methode riskanter als die andere. Die Nahrungsversorgung für den Mund aufzuhalten ist sicherer, aber garantiert nicht unbedingt den Erfolg. Ein direkter Angriff ist gefährlicher, aber erfolgsversprechender, wenn wir davon ausgehen, dass er besiegt werden kann. Ich nehme an, du hast damals auch direkt den Mund angegriffen, oder? Natürlich. Ja, greifen wir den Mund direkt an. In Ordnung, ich lasse Exploratorin, das ist auch die logische Variante, einen Druck zusammenstellen und trefft euch in da hinten. Okay. Wir haben die Dealies zurückgesetzt, jetzt schon um 1 statt um 2. Ja, ich sehe es gerade. Ich habe sie noch nicht abgeschlossen gehabt. Oh nein. Noch ein Fehler halt hier Zustände zurücksetzen. Ich habe fast nichts, was Zustände zurücksetzt. Naja, sind andere Dailies dabei? Oder sind es die gleichen? Eine Stufe aufsteigen. Fertigkeitsunterbrecherin, Aufsteigerin habe ich jetzt gerade. Unterschiedliche Tötungen, Wiederverwerterin, das kriege ich ganz sicher. Tägliche Sammler. hier hätte ich eine Chance auf ein Daily. So, sehe ich denn jetzt schon auf der Karte, wo das ist? Noch nicht. Das ist blöd. Naja, dann erstmal raus. Erstmal raus. Oh. So, schön. Er hat uns nicht direkt über dem Wasser rausgeschmissen. Schwimmt schon mal zurück, wir sehen uns am Vor. Ja, genau, könnt schon mal dahin schwimmen. Mund. Irgendwo kämpft jemand gegen ein großes Monster. Und da sollte ich jetzt auch. So, Händler, wir sind mal wieder da. Möge Baumlied mit euch sein. Okay, da ist doch bestimmt wieder was, was wir nicht brauchen. Ausrüsten, jo. So. Dann. Das hier ist Müll, das. Die sind schlechter als das, was ich habe. Okay, dann Blick auf die Karte. Wo müssten wir dann hin? Ach Gott. Ich glaub, hier hin, ne? Aus der Verwesung, also... Da, ne? Ja, so in etwa. Also, hier ist der eigentliche Startpunkt. Anscheinend. Uff. Und hier ist alles in der Umgebung. Wird umkämpft. Ja, außer hier. Ich weiß nicht. Wo? Die haben wir nicht freigelaufen. Mit dem Straßenpakt, den Piraten und Banden kann ich umgehen. Ja, Moment. Wir könnten ja am besten hier starten. Ich habe es im Chat gepostet. Ja, genau. Und dann abwärts. Abwärts. Dann nehmen wir die da unten mit.
die ich eben gepuzzelt habe, weil das ist ein Lager, da kannst du dich reparieren. Ah, gut. Und verkaufen. Ja, ich folge dir dann einfach. Was hast du da eigentlich für eine Waffe? Dieses lila leuchtende. Das ist. Sieht aus wie eine Gitarre. Ja, das ist hier von dem Kronprinzen oder Kronprinzenpavillon da getropft worden. Ah, cool. Das ist. So eine goldene Waffe ist das. Das ist. Hier jetzt gepostet. Wenn dann einen anderen Chat. Ah, ja. Okay. Doch, jetzt. Ja. Ja, nettes Ding. Ja. War auch nichts wert, aber es ist exotisch. So, also wir kommen schnell wieder ins Landesinnere. Hier war doch. Moment, wir müssen einen anderen Aufgang nehmen. Ja. Hier gibt's keinen, sondern genau. Probieren wir da mal halbwegs fix durchzukommen. Die beiden schon wieder, wa? Na komm, beleben wir die mal wieder gleich. Einer lebt noch von denen. Hier ist unser Spargel. Ah ja, der ist auch schon wieder da. Der Weg gabelt sich. In welche Richtung sollen wir gehen? Marschieren wir durch die Ruinen. Das ist der direkteste Weg. Wir wissen nicht, was uns dort erwartet. Wir haben es eilig. Wir müssen so schnell wie möglich ankommen und mit der Suche beginnen. Na schön, dann durch die Ruinen gehen wir. Stopp. So, okay. Ich folge. Unsere Kameraden auch. Echt? Oh. Bisher, jetzt nicht mehr. Oh, sieht cool aus. Oh, Mithrilerz gibt's ja auch. Und jetzt sind die vier gestorben. Und abbauen. So. Rechts, links, rechts, links. Hier ist nochmal Erz. Da ist das. Jupp, da wollte ich hin. Gut. Können auch hier bleiben. Moment. Wir sind jetzt im Gebiet. Ein neuer Ort. Genau, Erdepflanz. Kann's kaum erwarten.
das hier gleich um die Ecke. Ah, hier ist auch nochmal ein Wegpunkt, genau. Ach, ein Aussichtspunkt ist hier auch. Genau. Da wollte ich. Und ein Fertigkeitspunkt. Karma-Händler, hat er denn was Besonderes? Briefe nach Hause. Super. Stiefel. Finde ich ja grundsätzlich nicht schlecht, aber nicht besser als das, was ich habe. Und natürlich Juwelenboxen, die, glaube ich, hier ein Stückchen günstiger sind. Vergangenes soll die Zukunft inspirieren. So, dann Aussichtspunkt, oder nee, hier Fähigkeitenpunkt, den kann man doch mitnehmen. Ja. Ich laufe wahrscheinlich gerade den falschen Weg. Ein weiter noch. Die beiden Schleimen. Scheiße, hier. Nee, hier. Ja, ich komme. Aber ich will noch eben den. Ich werde vom Schleim angegriffen. Und ich habe mein Proton-Pack vergessen. So. Und natürlich, was sammle ich von diesem Schleim ein? Knochen. Wohltätigkeit beginnt mit einer guten Tat. Er will kämpfen. Na denn. Bin schneller als ein Centaur. So viel Energie. Geht doch. So, der hat auf die Mütze bekommen und ja, Aussichtspunkt. Mal sehen, wo es dafür lang geht. Du kennst den Weg schon? Ja. Okay, verstehe, ja. Und wieder Pilze. Diese Ullen. Und ich war keine. Irgendwo müssen ja auch die LSD-Stoffe herkommen. Und ich mag keine Pilze. Ach, gegen so Champignons habe ich ja nichts, aber zu abgefahren brauche ich jetzt auch nicht sein. Und jetzt haben wir gesehen, die haben ein Loch in der Decke. Es regnet rein. Hätten wir ohne diesen Aussichtspunkt niemals festgestellt. Hauptsache ein Schiff ist da, ne? Ja. So, jetzt aber weiter zum eigentlichen Ziel. Ich markiere es nochmal auf der Karte. Da, diese Richtung. Jupp, haben wir auch gesehen. Wir sind mal quer rüber. Paradeplatz. Das ist ein Fertigkeitspunkt. Ich glaube, ja. Den nehmen wir nicht mit. Den lassen wir, glaube ich, außen vor. Okay. Ist nervig. Wenn ich mich nicht täusche, ist das ein Champion. Ein großer, dicker, fetter. Ach Gott. Fast unbesiegbarer Champion. Wenn es dieser Platz ist. Naja, vielleicht sehen wir den ja auf Entfernung. Ich glaube, das ist der.